zurück nach Hochum Stammeln. Heute eigentlich sollte ein Spiel stattfinden gegen Schwarz-Weiß, die zweite Mannschaft. Die Medienvertreter waren selbst vor Ort, 15 Uhr, und man hat kurz vorher erfahren, Schwarz-Weiß, die zweite, tritt nicht an. Wissen Sie aus Sicht von Hochum Stammeln, aus welchen Beweggründen? Die Beweggründe weiß ich leider nicht mehr. Wir sind zuerst davon informiert worden, nämlich der Schiedsrichter. Da war der Peter Kiefen, und der hatte schon jemand gesehen und hat gesagt, er wäre nicht angetreten. Dann haben wir nachgeguckt, dann war die Absage ganz klar und deutlich, in Frist gemessen, dass das keine Strafe kostet. Aber nochmal, auf der anderen Seite ist es so, Schwarz-Weiß, mein Name ist Peter Holzkamp, ich bin ja hier Vorsitzender, ich bin da früher als Junge trainieren gegangen, ich habe immer für den Verein da den Hut abgezogen, aber Sie müssen ja vorstellen, wir hatten hier alles geplant, viele Zuschauer, ältere Zuschauer, Ehrenmitglieder, die waren hier, die wollten noch mal sehen, nach 20 Jahren steigen wir vielleicht oder sind wir hier wieder aufgestiegen. Und nochmal, Schwarz-Weiß ist ja nun ein führender Verein und anerkannter Verein im Kreis Düren, und das tut besonders dem Sattler bei uns und dem Vorstand und auch der Spieler tut das weh.